Guck mal hier, das ist Playdate, eine Handheld-Konsole, die nur 86 Gramm wiegt. Die wohl größte Besonderheit, es hat neben einem normalen Steuerkreuz und zwei Aktionstasten eine Kurbel, die tatsächlich auch von den meisten Spielen genutzt wird. Zum Beispiel beim Surfspiel Whitewater Wipeout. Sonst ist das Ding ziemlich low-tech. Ihr habt ja schon gesehen, das Display ist schwarz-weiß, hat nur 400x240 Pixel Auflösung und einen extrem schwachen, lediglich mit 180 MHz getakteten Prozessor. Dafür hält der Akku aber auch 8 Stunden. Auch ungewöhnlich. Im Kaufpreis von 199 US-Dollar sind 24 Spiele enthalten, die nach dem ersten Einschalten der Konsole wöchentlich heruntergeladen werden. Seit kurzem kann man auch einzelne Titel in einem App-Store direkt auf dem Playdate kaufen. Und was soll ich sagen, das Ding macht richtig Spaß. Nicht nur wegen der Kurbel, sondern einfach, weil die Spiele mal anders sind als das millionste Open-World-Game. Aber 199 Dollar plus Versand und Steuern sind natürlich auch echt eine Stange Geld. Aber wenn ihr so weirde Retro-Sachen mögt, guckt es euch mal an.